liebe Leute. Wir hatten zwei super Tage in der Rhino Lodge. Wir sind begeistert von den tollen Tieren, von der tollen Lage der Lodge, von der Natur. Wir sind einfach nur glücklich. Thank you, bye bye. Unsere 72 Kilometer lange Weiterreise in Richtung St. Lucia wird wohl heute nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen. Gegen 14 Uhr wollen wir in der Lodge Afrique ankommen, da wir für den Nachmittag eine Bootstour gebucht haben. Im Kreisverkehr nehmen Sie die zweite Ausfahrt. Der Ort St. Lucia liegt in der Provinz KwaZulu-Natal inmitten des Isimangaliso-Wetlandparks. Das kleine Örtchen kann man ohne Probleme in weniger als ein oder zwei Stunden komplett zu Fuß erkunden. Es besteht zum Großteil nur aus kleinen Gästehäusern, zahlreichen Tourenanbietern und einigen bunten Shops auf ein paar Straßen verteilt. Nach 400 Metern rechts abbiegen. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Herzlich werden wir in der Lodge Afrique mit einem Cocktail begrüßt. Wir haben vier Bungalows gebucht, die sich alle in einer traumhaft schönen Gartenanlage befinden. Die geräumigen und klimatisierten Zimmer verfügen über einen Ventilator und einen kleinen Kühlschrank. Zur zentralen Lodge und dem Frühstücksraum gelangt man von allen Suiten über erhöhte Holzstege, die durch den Garten führen. St. Lucia befindet sich im Herzen des Hippolandes. So starten wir dann am späten Nachmittag eine abenteuerliche Bootsfahrt auf dem Lake St. Lucia, im größten Flussmündungsgebiet Afrikas. 1999 wurde es zum ersten Weltkulturerbe Südafrikas erklärt. My name is Anthony, so I'm going to be your guide and your skipper. We are there. So from the bottom to the top it's more than 80 kilometers. The widest point from there to there is more than 20 kilometers. So it's a very large water section. We've got about 1200 hippos here and just more than 1000 adults now. Zweifellos lebt im Gebiet des Isimangaliso-Wetlandparks die größte Flusspferdpopulation. Aber auch viele Krokodile und Vogelarten gibt es zu sehen. Heute leben Hippos außer in Zoos nur noch in Afrika. Sie werden häufig als Verwandte des Schweins betrachtet, aber neuere Studien belegen, dass ihre nächsten Verwandten Wale und Delfine sind. Und ähnlich wie diese schlafen Flusspferde nur mit einer Hälfte ihres Gehirns. Sie können bis zu 5 Minuten unter Wasser die Luft anhalten. Dabei verschließt ein Ventil reflexartig ihre Nasenlöcher. Prozent ihres Lebens verbringen die nachtaktiven Tiere im Wasser. Deshalb gehören sie nicht zu den Big Five. Dazu zählen nur die 5 gefährlichsten Landtiere. Flusspferde gelten als territorial aggressive Pflanzenfresser. Es ist bekannt, dass sie sogar Boote und andere Tiere angreifen, die in ihre Region eindringen. Deswegen müssen sich die Bootsskipper hier immer mit Vorsicht und Rücksicht den Kolossen gegenüber nähern. Die Sonne Afrikas kann den Kolossen viele Probleme bereiten. Flusspferde haben keine Schweißdrüsen unter ihrer Haut, um überschüssige Wärme vom Körper abzuleiten. Während sie am Ufer ruhen, ist eine dünne hellrosa Schicht auf ihrem Körper und auf dem Kopf zu sehen. Bei trockener Luft an Land verlieren sie 4-mal so viel Wasser wie der Körper eines Menschen. Um dies zu verhindern, hat die Natur einen Weg gefunden und das Nilpferd mit einer Art Sonnencreme versehen. Ein rosa Sekret füllt die großen Poren auf,
und nach dem Füllen auf der Haut wird die Flüssigkeit dichter und verschließt die Poren, um weiteren Wasserverlust zu verhindern. Diese spezielle, natürliche Sekretion schützt die Tiere nicht nur vor den schädlichen UV-Strahlen der Sonne, sondern auch vor Infektionen, die durch viele offene Wunden an ihrem Körper während eines Kampfes entstehen können. Abends kommen die Tiere gern ans Ufer, um sich die Bäuche voll zu futtern. Deswegen sind sie auch regelmäßig mitten im Ort St. Lucia anzutreffen. Hier sollte man also immer mit einem wachsamen Auge im Ort unterwegs sein. Das Leben aus dem Koffer geht weiter. Heute sind wir unterwegs zum 216 Kilometer entfernten Badeort Umtloti am Indischen Ozean. Doch erst einmal stärken wir uns in der Lodge Afrique mit einem leckeren afrikanischen Frühstück. So, wir nehmen nun Abschied von dieser wunderschön gelegenen Lodge Afrique in St. Lucia. Und bevor es nun weitergeht nach Umtloti, fragen wir mal die anderen Teilnehmer, wie es denn so gefallen hat. Eine wunderschöne afrikanische Anlage, mitten im Urwald, wie es aussieht. Und wenn man zur Tür rausgeht, stehen wir mitten im Ort in der Stadt. Traumhaft schön, wir hatten ein wunderbares Frühstück. Einzige, was wir nicht genutzt haben, war der schöne Pool. Jetzt reisen wir ab und fahren zum nächsten Ort. Super, also wirklich extrem freundlich und super bemüht. Traumhaft schön, unwirklich, könnte auch in der Karibik sein, hat die Ute mir gesagt. Genau. Ich kenne die Karibik ja nicht. Einfach nur, ja, kann man kaum mit Worten beschreiben. Also das, allein diese Gartenanlage ist ein Traum. Und super schön gepflegtes, kleines Domizil. Yes, Banane. Obst, soweit das Auge reicht. Na dann, spendieren wir mal eine Runde Bananen für die Weiterreise nach Umtloti. Zu unserer sechsten Safari-Station, dem Fairlight Beach House. Das Haus liegt in einer absolut sicheren Umgebung. Dort haben wir zwei Übernachtungen gebucht. Vom Balkon der Zimmer haben wir einen unglaublichen Ausblick auf den Indischen Ozean. Die Gastgeberfamilie Deb und das Personal sind sehr aufmerksam und freundlich. This is my sons. Elder son, Peter, David, Colin, Kevin. This when I was 16. 16, young boy. That was me. You? Yeah. Wow. My brother. And my friend. 5 years ago. 5 years ago. We started to surf here. Kiten und Surfen sind bei dieser Brandung täglich angesagt. Die natürliche Schönheit der Gegend trägt dazu bei, dass der Strand von Umtloti für einen großartigen Strandausflug geeignet ist. Das Baden im offenen Meer ist nur etwas für geübte Schwimmer. Die Strömung ist sehr stark. Die Wassertemperatur beträgt jetzt immerhin noch 26 Grad Celsius. Die Küste am Umtloti-Fluss wird auch Delfinküste genannt, weil man hier das ganze Jahr über die Bottlenose-Delfine und Buckeldelfine des Indischen Ozeans sichten kann. Zwei Tage Ruhe, Erholung in Umtloti vorbei. Umtloti ist eine schöne kleine Stadt in der Nähe von Durban. Gleich müssen wir zum Flughafen. Tut uns ein bisschen weh. War sehr schön hier, wunderschöner Strand. Andererseits, wir fliegen jetzt anderthalb Stunden von Durban nach Port Elizabeth. Dann 70 Kilometer zum Addo-Nationalpark. Und morgen kriegen wir eine Ganztages-Safari. Die wird wunderschön, Elefanten ohne Ende. Also, es ist noch nicht zu Ende. Wir sind mittendrin.
wünsche euch was. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Unser weiter Flug nach Port Elizabeth dauert 1,5 Stunden. Neue Pkw bekommen wir doch wieder am Avis-Schalter. Gleiche Marke, gleiches Glück. Zur 7. Safari-Station sind es 74 Kilometer. Die Unterkunft liegt in der Nähe des Ado Elephant Parks. Die Gästefarm Happy Lens liegt absolut ruhig in einer Orangen- und Zitronenplantage. Die Anlage ist mit einer Vielfalt an Pflanzen wunderschön gestaltet. Unsere Gastgeber sind sehr angenehme und herzensgute Menschen, die ihr Zuhause mitten auf der Zitrusfarm gerne mit den Reisenden teilen. Die umgebauten romantischen Häuschen haben alle eine kleine Geschichte. Ein neuer Tag im Reich der Wildnis. Heute ist der 19. April. Karfreitag, unser 13. Tag in Südafrika. Die Hälfte der Reisetage haben wir hinter uns, man könnte auch sagen noch vor uns. Den bisherigen Erlebnissen nach zu urteilen, kommt uns die Zeit aber viel länger vor. Das Frühstück ist mal wieder super, besonders die Eieromelettes mit viel gesundem Inhalt werden hier genial zubereitet. Gleich ist Jeep Safari angesagt. My name is Emmanuel. Emmanuel. Okay. Emmanuel. Yes. Emmanuel. Yeah. If you forgot, then you just think of Macron. Emmanuel Macron. Oh. All right. So the thing is, we're gonna drive straight from here to the park. That's gonna take us approximately 35 to 40 minutes. Die Safari hatten wir vorab über unseren Vermieter gebucht. Der Game Drive dauert den ganzen Tag und beinhaltet ein Barbecue mit einheimischen Leckereien. Die Kosten von ca. 100 Euro pro Person enthalten den Eintritt, die Getränke, das Mittagessen und natürlich die geführte Tour mit unserem Guide Emmanuel. Kurz hinter dem Parkeingang ist alles anders. Plötzlich haben Mistkäfer Vorfahrt. Die flügellosen Insekten sind mit maximal 4,5 cm Länge das kleinste Tier, das hier unter Schutz steht. Da guckst du! Sie sind wahre Akrobaten auf ihren selbstgedrehten Kugeln aus Elefantenmist. Man nennt sie auch Pillendreher. Sie putzen und pflegen das Reservat. Zudem ist Elefantendung für sie energie- und nährstoffreich, genauso wie Nashorn und Büffelkot. So if you were to see some of the open areas that we have here in Edo, the open areas which are areas that doesn't have trees, bushes, those are old farming land. Okay. Yeah. So die offenen Gelände, wo wenig Bäume sind, das altes Farmland. Yeah. Yes, many open areas here. So Edo was introduced in farming area. For example, South Africa is losing more than 1,500 rhinos each and every year. Mehr als 1,500 Rhinos werden pro Jahr erlegt. Yeah. Der Ado Elephant Nationalpark lässt Out of Africa Feeling aufkommen und bietet die seltene Gelegenheit, Wildtiere in einem malariafreien Gebiet zu beobachten. Seit Oktober 2003 sind im Ado wieder die Big Five zu Hause. Aber das ist noch nicht alles. Der Park ist inzwischen der drittgrößte in Südafrika. Der Ado Park wurde 1931 gegründet, nachdem die Population der Elefanten damals von über 300 auf nur noch 11 Tiere geschrumpft war. Heute finden mehr als 600 Elefanten und viele andere Tierarten einen sicheren Lebensraum. Elefanten sind Pflanzenfresser und verzehren täglich etwa 250 Kilogramm Futter. Dazu trinken sie bis zu 300 Liter Wasser. Die Dickhäuter sind normalerweise friedliche Tiere, aber wenn sie sich in die Enge getrieben fühlen oder ihren Nachwuchs verteidigen müssen, können sie sehr gefährlich werden. Meistens kündigen sie einen Angriff durch Aufstellen der Ohren und lautes Trompeten an. Elephants, they can only digest 40% of the food in the stomach. The other 60% is just the dung. So they need to eat a lot of food in order to gain
lot of nutrients. Emanuel erklärt uns auch, dass die Elefanten entscheiden, ob und wie nah sie einen Menschen an sich heranlassen und dass mit ihnen nicht zu spaßen ist. Sie können schon mal mit ihrem Rüssel ein Auto zum Umkippen bringen. Zuvor machen sie sich allerdings durch abgespreizte Ohren und wütendem Schnauben bemerkbar. Diese Warnsignale sollte man ernst nehmen und sich gegebenenfalls schnell entfernen. Die Tragezeit eines Elefanten dauert fast 2 Jahre und das Neugeborene wiegt so zwischen 120 und 140 Kilogramm. Dickhäuter sind bekannt dafür, dass sie große Busch- und Baumbestände niederreißen und zerstören, um an die besonders delikaten jungen Blätter heranzukommen. Doch neben der Zerstörung sorgen sie auch für die Verbreitung der Bäume. Die beim Genuss von Marula, Affenbrot und Akazienzweigen in den Verdauungstrakt gelangten Samen gedeihen nach dem Ausscheiden ganz besonders gut. Etwa 40 afrikanische Bäume sind so direkt abhängig von den grauen Riesen und ihren Haufen. Bemerkenswert sind bei diesen Tieren die sehr engen Familienbindungen in den meist durch ein altes Muttertier geführten Clans. Kälber wachsen mit den Erwachsenen zusammen in der Gruppe auf und werden von allen gehätschelt und umsorgt. Die Jungtiere werden immer in die Mitte genommen. Jüngere Weibchen fungieren dabei oft als Kindermädchen für die Babyelefanten. Diese Verhaltensweisen sind einzigartig in der Tierwelt Afrikas. Zum Abschluss zeigt uns noch eine Elefantendame am Wasserloch das volle Duschprogramm mit Peeling und anschließendem Auftragen einer schützenden Schlammschicht. Unser Jeep wird gleich mit eingeseift. Im eingezäunten und vor Raubtieren sicheren Grill- und Picknickplatz hat Emanuel uns eine Grillstelle gesichert. Er zaubert uns ein ansprechendes Barbecue mit Kudu-Grillbürsten, Kartoffelsalat und viel Gemüse. So schön kann Safari sein. Lieber Butter wie eine Natto. Du nicht? Butter. Bon Appetit. Danke, bon Appetit. Danach durchstreifen wir den Addo-Park in Richtung Norden. Zu sehen gibt es hier immer etwas. Hier gibt es viele offene Freiflächen und einen nicht so hohen Baumbestand, sodass man Tiere besser entdecken und auch beobachten kann. Unser Guide war einfach super. Er hat ein perfektes Auge für die Natur. Emanuel gab uns viele Hintergrundinformationen zum Park, zu den Tieren und zur Geschichte vom Addo-Park. Einfach toll, diese Safari. So ihr Lieben, schon wieder 2 Tage vorbei. Wir waren jetzt hier in einem sehr schönen kleinen privat geführten Hotel in Happyland. Es war eine wunderschöne Zeit. Jetzt geht es weiter nach Plettenberg. Da haben wir 3 Tage Erholung wieder am Meer. Und dann lassen wir es uns gut gehen und dann fahren wir langsam Richtung Cape Town. Wir befinden uns auf der Garden Route. Die heißt nicht etwa so, weil es hier mehr Gärten gäbe als anderswo. Ganz im Gegenteil. Der Wald ist der Star. Auf dem Weg nach Plettenberg erkunden wir den Big Tree. Yellowwood-Bäume wachsen hier im Hinterland des Tsitsikama-Nationalparks. Dieser Big Tree ist etwa 800 Jahre alt und 40 Meter hoch.
Der dichte Wald mit seinen alten Gelbholzbäumen ist einer der letzten Urwälder Südafrikas. Der N2 ist der einzige Highway mit drei Brücken über 150 Meter Höhe. Nervenkitzel gibt es auf der Bluekrans Hängebrücke zu bestaunen. Sie wird auch Adrenalinbrücke genannt. Na, dann mal los. Es gibt nur wenige Plätze auf der Welt, wo man einen Bungee-Sprung von über 200 Meter Höhe absolvieren kann. Der Sprung von der Mitte der Bluekransbrücke geht 216 Meter in die Tiefe. Das hat auch uns beeindruckt. Unsere nächste Station ist der Kurboomstrand. Es ist ein Ferienort in der Nähe von Plettenberg Bay am Westkap von Südafrika. Der Name stammt von den einheimischen Kurboombäumen, die hier in der Region wachsen. Der Kurboom River fließt ganz in der Nähe. Unsere Unterkunft, die Villa Mare Nostrum, ist einfach wunderschön gelegen, etwas erhöht und direkt am Meer. Das Selbstversorgerhaus haben wir für drei Nächte über die Ostertage hinweg gebucht. Alles ist hier total sauber und sehr geräumig. Superschöne Bäder, ein wahrer Traum. Und das Beste, von jedem der vier Zimmer hat man einen direkten Blick auf den Indischen Ozean. Nur wenige Kilometer entfernt, Naisna gilt als einer der beliebtesten Orte der Garden Route. Kaum vorzustellen, dass hier noch in den 80er Jahren das ganze Areal ausschließlich der Verarbeitung und dem Transport von Holz diente. Mittlerweile hat das touristenfreundliche Naisna neben seinen landschaftlichen Qualitäten auch eine Mini-Waterfront zu bieten. Dort findet man neben zahlreichen Restaurants diverse Shops und Boutiquen. Die Liebe zum Hund verfolgt Lutz auch noch bis ins südliche Afrika. An zwei Abenden sind wir zum Essen ins Lemongrass-Restaurant nach Plettenberg Bay gefahren. Doch heute Abend haben wir die Grillstelle auf der Terrasse angeworfen und mit leckeren Rindersteaks und Straußenfilets bestückt. Meine Frau schneidet afrikanische Avocados. Südafrikanisch. Yes. Ah, schade, es gibt kein Geruchsfilm auf Steaks. Aber wir Filetsteaks. Wir riechen es, ne? Ofenkartoffeln, ein traumhaft leckeres Gemüse. Super. Und über eins darf man nicht vergessen, wir hatten heute 2 Stunden Strandspaziergang. Glück gehabt, kein Regen. Wir kamen nach Hause, 5 Minuten später, Regen. Also, wir sind glücklich. Mehr kann man dazu nicht sagen. Was haben wir gesehen? Quallen. Und wir haben das erste Mal gesehen, dass diese Quallen, es gibt also Tierchen, Aasfresser, auch im Meer, so Schnecken. Hunderte von diesen Schnecken, die setzen sich auf diese Quallen und haben die Quallen dann aufgefressen, hier am Strand lagen. Noch nie gewusst, wieder was Neues erfahren. Also Südafrika ist immer für eine neue Überraschung gut, das muss man sagen. Aber jetzt geht gerade der Backofen auf. Ich muss jetzt Schluss machen. Genau. Na dann mal guten Appetit. Heute verabschieden wir uns von der Küste des Indischen Ozeans. Das Wetter meint es nicht so gut mit uns. Wie schon während der letzten beiden Tage sind heftige Regenschauer angesagt. Toni checkt nochmal die Route für unsere Weiterreise. Wir fahren weiter landeinwärts in die Halbwüstenlandschaft der Klein-Karoo. Der Begriff Karoo stammt von den San, die hier einst lebten und heißt so viel wie Trockenregion.
Auf dem Weg nach Oathorn, unserem nächsten Ziel, besuchen wir die Kango Caves. Es soll die größte Showhöhle des Kontinents sein und mit 20 Grad weltweit die höchste Temperatur in einer Höhle haben. Die Höhle hier steht auf unter Denkmalschutz und wir dürfen keine Steine anfassen. Das ist eine Kalksteinhöhle und Kalkstein geht schnell kaputt. Die erste Führung hat in 1891 schon angefangen. Und mit den Gruppen war da kein Kontroll. So, die Menschen hat viel kaputt gemacht. So, heute probieren wir ein bisschen besser kontrollieren. Nur die erste 1,2 Kilometer davon ist zugänglich für uns. Okay. Die Kango Caves sind wahrscheinlich die einzigen Höhlen, in denen regelmäßig Lieder von einer fremden Führerin gesungen werden. Klassische Konzerte werden seit einiger Zeit nicht mehr gegeben. Leider stibitzten die Besucher während der Konzerte Stalaktiten von den Decken. In und um den kleinen Ort Oathorn geht es nur um eines. Der größte lebende Laufvogel wird bis zu 2,80 Meter groß und 120 Kilogramm schwer. Obwohl die Straußenfedern nicht mehr ganz so begehrt sind wie noch um die Jahrhundertwende, macht die Straußenzucht wieder Sinn. Wie hier auf der Farm von unserem Quartier. Hier geht es allerdings mehr ums Fleisch. Das La Plume Guesthouse ist unsere Unterkunft für eine Nacht. Ein charmantes, viktorianisches Gehöft aus dem Jahr 1902. Vorletzte Station. Wir sind gespannt, was uns weiter erwartet. Mit viel Liebe zum Detail und bezaubernden Antiquitäten wurde hier eine Atmosphäre geschaffen, die an vergangene Zeiten erinnert. Überall spürt man die Geschichte der Familie in der fünften Generation, welche hier für ihr Land gekämpft hat. Spektakulär ist der Blick auf die Swartberge. Our speciality is ostrich fillet, but if you don't like the ostrich, you can some chicken, fish or other lamb cutlets. So there will be two starters you can choose between. A buffet of seven salads with the meat, a variety of five vegetables, for a variety of five to six desserts, served with coffee and tea afterwards. Okay. Es gibt Strauß, für die Strauß nicht möchten, gibt es Hähnchen, Lamm und Fisch. Es gibt sechs Salate, sieben Salate, sechs verschiedene Desserts. Ja, genau. Na dann wäre ja alles geklärt. Was liegt jetzt näher, als das super leckere Straußenfilet von der Farm zu genießen? Natürlich mit einem guten südafrikanischen Rotwein. Sieht alles so lecker aus. Ich freue mich aber jetzt schon auf den Nachtisch, weil der sieht am besten aus. Wir haben uns hier die Nacht gut verköstigt, das muss man sagen. Und heute geht es jetzt weiter nach Kapstadt. Das Wetter wird schön, jetzt kommt gerade die Sonne raus. Kapstadt ist angesagt mit 5 Tagen nur Sonne bei 21 bis 25 Grad. Ich wünsche euch einen schönen Tag, wir hören uns. Tschüss. Habt ihr auch den Tank noch halb voll, gehe ich von aus. Unsere letzte Anfahrt ist mit 438 Kilometer auch die längste aller bisherigen Strecken. Auf dieser landschaftlich eindrucksvollen Route lässt es sich aber sehr entspannt fahren. Die Route 62 windet sich als Highway-Alternative durch panoramareiche Hügel und Täler in Richtung Kapstadt. Eine der schönsten Strecken Südafrikas. Fahrerwechsel. Schon von Weitem thront uns das mächtige Tafelberg massiv entgegen und kündigt die Stadt der Superlative an. Kapstadt. Wir wohnen in der Nähe von Hout Bay. Das für 6 Nächte gebuchte Large Family House ist sehr großzügig ausgestattet.
mit 6 Schlafzimmern, großem Wohn-, Küchen- und Essbereich. Auf der riesigen Terrasse haben wir morgens bei angenehmen Temperaturen das Frühstück genießen können. Von hier aus gibt es gute Anbindungen zu allen Sehenswürdigkeiten der Stadt. Auch die bekannte Küstenstraße Chapman's Peak Drive ist nicht weit entfernt. Wir begeben uns heute auf eine spektakuläre Rundreise entlang der südlichsten Küste von Kapstadt. Der in den massiven Fels geschnittene Chapman's Peak Drive wurde vor über 100 Jahren gebaut und verbindet Hout Bay und Nordhook. Die Straße wurde genau dort in den Felsen geschlagen, wo der weichere Sandstein über dem härteren Granit liegt. Die 9 Kilometer lange Strecke gehört sicherlich zu den schönsten Küstenstraßen der Welt. Mit unseren beiden Toyota Avanza meistern wir auch diese engen und atemberaubenden 114 Kurven entlang der Küste. Die Einheimischen nennen den Chapman's Peak Drive auch liebevoll Chappies. Wir sind begeistert. Zahlreiche Haltebuchten bieten sich an für Foto- und Genießerstopps. An Mautgebühren sind 47 Rand zu zahlen. Das sind ca. 3 Euro. Am Aussichtspunkt Chapman's Point hat man einen tollen Ausblick über den weißen, weitläufigen und menschenleeren Long Beach der Chapman's Bay. Weiter geht unser Tagestrip nach Simonstown. Und wen trifft man hier? Pinguine haben am Boulders Beach ihren Auftritt. Genauer gesagt, Brillenpinguine sind die Stars im schwarzen Frack. Antarktisches Flair am Strand von Kapstadt, könnte man sagen. Von wegen Sonnenanbeter. Hier ist zurzeit Brüten angesagt. Wo kommen die denn alle her? Im Jahr 1982 ist zufällig ein Pärchen aus der Antarktis hierher gelangt. Mittlerweile sind es über 2000 Tiere. Von den gut angelegten Holzstegen kann man sie in aller Ruhe beobachten. Pinguine sind normalerweise gewohnt, ihre Eier zu wärmen. Am Kap müssen sie diese aber vor der glühenden Sonne schützen. Und das 10 Tage lang. In ihren dichten Fellen mit 3 darunter liegenden Speckschichten. Die sollen die Pinguine eigentlich in der Antarktis schützen. Und hier? Na, bei der Hitze kann das ganz schön anstrengend sein. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, wird man auch noch schief angeguckt und mit Sand beworfen. Delfine haben wir dann auch noch gesichtet. Von Simonstown sind es nur noch wenige Kilometer bis zum schönsten Ende der Welt, dem Kap der guten Hoffnung. Zu den Highlights des heutigen Tages zählt sicherlich auch das tolle Erinnerungsfoto am Kap der guten Hoffnung. Das Cape Hope wird oft als der südlichste Punkt Afrikas bezeichnet. Das ist jedoch falsch. Der südlichste Punkt ist Cape Agulhas und liegt 150 Kilometer weiter südöstlich. Zum Aussichtspunkt geht es hoch mit der Zahnradbahn. Der Ausblick von hier oben ist einfach traumhaft. Was haben wir ein Glück mit dem Wetter? An der Spitze des Kontinents prallen 2 Giganten aufeinander. Wo sich die Weltmeere treffen, sorgen 2 mächtige Strömungen für ständige Veränderungen. Aus dem Indischen Ozean bringt der Agulha-Strom warme Wassermassen. Von Süden kommt die antarktische Benguela-Strömung. Eiskalt und voller Nährstoffe. Die feuchte Luft vom Atlantik lässt zudem eine großartige Pflanzenvielfalt gedeihen. Hier beginnt das Königreich der Kapflora. Eine von nur 6 Vegetationszonen weltweit. Und das auf engstem Raum. Die Königsprotea ist die Nationalpflanze Südafrikas. Geil hier.
Auf dem Rückweg geht es wieder über den Chapman's Peak Drive. Diesmal erscheint die Landschaft total anders als noch am Morgen. Mit mystisch anmutendem Nebel in der Bucht von Hope Bay. Die Szenerie wechselt eindrucksvoll von Minute zu Minute. Eine weitere Tour entlang der Küste führt uns zur Weinregion Stellenbosch, etwa 70 Kilometer entfernt von Hope Bay. Auf dem Weg dorthin machen wir einen kleinen Stopp am Ferienort Muizenberg. Der Ort liegt an der Falls Bay und ist bei Surfern und Schwimmern sehr beliebt. Der Strand ist sehr flach abfallend und der Wellengang meist mäßig. Die Regenbogennation liebt es bunt und so sind diese kleinen Strandhäuschen ein willkommenes Fotomotiv. Die Weinregion Stellenbosch ist wohl das bekannteste Gebiet mit einer jahrhundertelangen Weinbautradition in ganz Südafrika. Kommen doch eine Großzahl der besten Weine aus diesem küstennahen Gebiet. Das hat viel mit den Einflüssen des Atlantischen Ozeans zu tun, der auch im Sommer nie über 17 Grad warm wird und den Trauben eine bekömmliche Abkühlung beschert. Die beste Möglichkeit, Sehenswürdigkeiten von Kapstadt zu entdecken, ist eine Tour mit dem Sightseeing-Bus. Eine Hop-on-Hop-off-Tour mit dem roten Doppeldecker. An jeder Ecke entdecken wir etwas anderes. Eine Mischung aus modernen Glasbauten sowie älteren Gebäuden im kapholländischen Stil. Die Schönheit der Umgebung bestimmt hier das Lebensgefühl, aber sicherlich auch das Zusammenleben von Menschen verschiedener Hautfarbe, Kultur und Religion. Bis 1994 war dieses Zusammenleben während der Apartheid noch undenkbar. Nelson Mandela hat für sein Lebenswerk den Weg für eine Regenbogennation geöffnet. Man sagt, Kapstadt sei das Tor zu Afrika. Für mich ist es Afrika Light und eine der schönsten Städte der Welt. Geografisch wie atmosphärisch, mit allen Ecken und Kanten. Eine Mischung aus Europa, Afrika und Easy Feeling. Die Menschen sind immer freundlich und hilfsbereit, egal in welchem Viertel. Wie hier zum Beispiel, wo uns ein Parkplatzwächter den Weg zeigt und uns sicher über eine gefährliche Straßenkreuzung rüberführt. Die meisten Ecken von Kapstadt sind nicht gefährlich, wie oft behauptet wird. Natürlich gibt es Abschnitte, die man nach Einbruch der Dunkelheit meiden sollte. Aber die gibt es auch bei uns in Deutschland. Trotzdem ist es schlimm genug, dass hier immer noch sehr viele Menschen aus den ehemaligen Homelands auf über 10 Kilometer Länge links und rechts der Autobahn leben müssen. Man schätzt die Anzahl der in Wellblechhütten lebenden Menschen auf über 3 Millionen. In Kapstadt vergisst man sehr oft, dass man sich auf dem afrikanischen Kontinent befindet. Die Bree Street mit ihren ausgefeilten Restaurants und Kunstgalerien ist eine hippe Meile. Sie ist die Hochburg der Mittagspause. Parallel davon verläuft die berühmte Long Street. Kneipen wie das Mama Afrika oder das noble Grand Daddy Hotel sollte man gesehen haben. Was können wir noch erkunden? Ach ja, den Green Market Square. Wir haben gehört, er soll der schönste Platz in Kapstadt sein. Kopfsteinpflaster, rundherum historische Gebäude aus verschiedenen Zeitepochen, ein quirliger Flohmarkt und zahllose Cafés in den Gassen unterstreichen diesen Eindruck.
Die langfristige Vision Kapstadts ist die Umwandlung der Innenstadt in eine 24-Stunden-Stadt, die niemals schläft und Besuchern eine ganz besondere, moderne und authentisch urbane Erfahrung bietet. Und das inmitten einer traumhaften Kulisse vor Tafelberg und dem Atlantischen Ozean. Leuchtende Akzente setzt dieser Straßenteil. Der nennt sich Bokap. Die bunten Häuser sind eine Augenweide. Teils steile, enge, kopfsteingepflasterte Straßen erinnern an karibische Orte wie Trinidad. Es ist einer der ältesten Stadtteile Kapstadts. Ein Glück, dass dieser bunte Ort zu Zeiten der Apartheid nicht abgerissen wurde. Damals galt er als Schandfleck und man hätte ihn am liebsten wie die Street 6 dem Erdboden gleichgemacht. Aber die Einwohner, überwiegend Kapmalaien, haben durch ihren energischen Widerstand genau das verhindert. Sie waren die Nachfahren der aus Malaysia verschleppten Sklaven. Wie ein riesiger Amboss ragt er mehr als 1000 Meter über die Stadt. Der Tafelberg ist nicht nur ein einzelner Berg, sondern ein ganzer Bergrücken, der sich von Kapstadt aus bis zum Kap der Guten Hoffnung hinunterzieht. Zusammengefasst im Table Mountain National Park. Es gibt gut ausgebaute Wanderwege nach oben. Wir entschließen uns für die bequeme und schnelle Art, die Auffahrt mit der Panorama-Gondelbahn. Heute haben wir Glück und es scheint so, als ob die Sicht oben frei wäre. Dieser Nationalpark gehört übrigens zu den 7 natürlichen Weltwundern. Von hier oben hat man einen sensationellen Ausblick über Kapstadt. Man sieht die Kap-Halbinsel im Süden, Camps Bay im Westen und natürlich den Atlantik mit Robben Island. Eine ehemalige Gefängnisinsel, auf der Nelson Mandela aufgrund seiner Aktivitäten gegen die Apartheid-Politik 18 Jahre lang als politischer Gefangener in einer 4 Quadratmeter kleinen Einzelzelle verbringen musste. Übrigens, im Jahre 1994 nahm Mandela als erster schwarzer Präsident Südafrikas 11 seiner ehemaligen Mithäftlinge von Robben Island in seine Regierung auf. Fährt man mit dem Sightseeing-Bus weiter durch den gehobenen Ort Camps Bay, so hat man einen wunderbaren Blick auf die Bergkette der 12 Apostel. Zum Abschluss der Rundtour gelangen wir zu einem weiteren Highlight. Die historische Victoria and Alfred Waterfront. Sie besteht aus einer restaurierten alten Werft und einem lebhaften Hafenviertel, welches 1990 zu der Touristenattraktion Kapstadts geworden ist. Hierher kommt man zum Schauen und Shoppen. Oder man genießt bei einem guten Glas Wein die Hafenatmosphäre mit Blick auf den Tafelberg. Beim Anblick des riesigen Einkaufszenters schlägt das Herz aller Shoppingfreunde höher. Warum haben wir hier für 8 Leute Platz kriegen? Im Hafen haben wir ein sehr gutes Restaurant gefunden. Und so genießen wir den letzten Abend in Kapstadt noch einmal mit vielen kulinarischen Leckereien. Anschließend lassen wir den perfekten Tag an der Waterfront ausklingen und genießen noch einige Darbietungen der Folklore und Musikgruppen. Letzten Eindrücken und der südafrikanischen Lebensfreude der Isibane-Gruppe neigt sich eine großartige und beeindruckende Tour dem Ende entgegen. Für einige von uns war es die erste Begegnung mit diesem faszinierenden Land,
das nun für immer einen Platz in unseren Herzen findet. Südafrika ist eine Leidenschaft, die einen nicht mehr loslässt. Als Autor und Kameramann dieses Films sage ich Tschüss, auf Wiedersehen und danke an alle, die diese wunderschöne Tour ermöglicht haben.